Mehr als 10.000 Radsportler und Läufer nahmen am Wochenende erneut bei Radrennring und Nürburgringlauf teil. Alleine 5.186 Radfahrer traten bei dem 24-Stunden-Rennen Rad am Ring in die Pedale und stellten damit einen neuen Teilnehmerrekord auf. Hier nochmals ein paar Eindrücke vom Start am Samstag, die wir mit Hilfe von der Heli AG von Harald Becker machen konnten. Nachts ist die Strecke, die von Formel-1-Legende Jackie Stewart als die grüne Hölle bezeichnet wurde, besonders anspruchsvoll. Mit mehr als 500 Höhenmetern und rund 24 Kilometern in der Nordschleife. 72 Kurvenpassagen stehen mit ihrem Steckenbrief und dazu kommt die Radarena im Grand Prix-Fahrerlager. Dort, wo ca. 3000 Teilnehmer ihre Zelte aufschlagen, geht die Radrennstrecke mitten durch. Bei einem 24-Stunden-Radrennen ist in der Nacht in der Box fast genauso viel los wie am Tage, denn die Radfahrer genießen eine Rundumbetreuung. Sie werden massiert, nehmen eine Mahlzeit oder einen Snack zu sich, aber ruhen sich in ihren Pausen auch aus, wenn sie in einem Team fahren. Hier nochmals ein Ausschnitt von einer Runde, die Helmut Milling von Doc Tom & Friends mit einer Helmkamera für uns aufgenommen hat. Seit 2006 gibt es die grüne Hölle auch für Mountainbiker. Um das Basislager verläuft der rund 7 Kilometer lange Kurs über Teile des Nürburgring-Asphalts und durchs Gelände bis hoch zur historischen Nürburg. Über das 8er Damenteam von Doc Tom & Friends hatten wir am Sonntag schon mal live in unserer Sendung berichtet. Und am Ende gewannen die Damen ihre Kategorie, obwohl sie nur zu siebend unterwegs waren.